MENA Watch, der Talk. Willkommen bei MENA Talk. Mein Gesprächspartner heute ist Christian Ultsch, seit fast 20 Jahren Ressortleiter Außenpolitik in der Tageszeitung Die Presse. Herr Ultsch wurde heuer ausgezeichnet mit dem erstmals verliehenen Arik Brauer Publizistikpreis für seine fundierte Berichterstattung über Israel und den Nahen Osten. Und ich will unser Gespräch anfangen, Herr Ultsch, mit einem Zitat von Nathan Schneider, das ich vor kurzem im Falter gefunden habe. Da sagt Schneider: Israel kann einerseits als eine weiße europäische Formation betrachtet werden, die in kolonialistischer Weise den arabischen Raum eroberte. Israel ist gleichzeitig aber auch ein Projekt der Befreiung der Juden, die in und außerhalb Europas von den einheimischen Menschen unterdrückt, verfolgt und schließlich auch ermordet wurden. Diese Doppelrolle bringt auf den Punkt, warum der Umgang mit Israel heute so schwierig ist. Also das sind zwei Positionen, wo es nicht ganz einfach ist, so wie sie einander gegenüberstehen, sie auf einen Nenner zu bringen. Und ich möchte in dem Zusammenhang mit zwei Reizwörtern anfangen, die Sie sicherlich kennen. Das eine ist Apartheid, ein Begriff, den auch Amnesty International verwendet hat. Und das zweite ist Siedlerkolonialismus. Wie beurteilen Sie diese beiden Begriffe? Ja, ich finde, das sind Kampfbegriffe, polemische Begriffe. Apartheid hat er schon Eingang gefunden, eine sehr unglückliche Resolution der Vereinten Nationen. Und ich finde, und ich fand das jetzt auch unlängst in dem Bericht von Amnesty sehr unglücklich, dass sie diesen plakativen Begriff verwendet haben, eigentlich auch aus dem Selbstverständnis von Amnesty heraus, weil im Endeffekt drehte sich dann die Diskussion um dieses Reizwort Apartheid, und den Bericht selber haben sich dann wahrscheinlich die wenigsten angeschaut. Also ich kann eigentlich auch nicht ganz nachvollziehen die Taktik von Amnesty in dem Fall. Also wenn ihr am Herzen liegt, auf Unrecht hinzuweisen, dann sollten Sie nicht diesen Kampfbegriff verwenden, weil das System in Israel ganz sicher kein Apartheid-System darstellt, wie es in Südafrika gegeben hat. Siedlerkolonialismus? Ja, also ich halte es für eine der Ursachen der jetzigen Probleme, halte ich schon die Besetzung von Palästinensergebieten nach 1967, wo es natürlich sehr bald auch schon durch Abbas Eban Angebote gab zu Friedensverhandlungen, und diese Friedensverhandlungen leider oft und oft ins Nirgendwo geführt haben. Es gibt ja dieses berühmte Wort, dass die Palästinenser keine Gelegenheit auslassen, eine Gelegenheit auszulassen. Und ob das jetzt war Camp David, ob das war Taba, ob das war beim letzten Versuch, den Olmert gestartet hat mit Abbas, wo da schon recht großzügige Angebote dabei waren, die aus palästinensischer Sicht nicht ausreichend waren, wo es aber leider auch keine Gegenangebote gab. Also es waren ja recht weitgehende Angebote. Und ich bin eigentlich nach wie vor der Überzeugung, dass das der richtige Weg gewesen wäre, der Weg einer Zwei-Staaten-Lösung auskommt. Was ich bei der letzten Koalition interessant fand, war, dass das so eine breite Koalition war, wo ja auch
eine Partei der israelischen Araber beteiligt waren. Also das sind schon auch neue politische Konstellationen. Man muss sagen, dass in den letzten Wahlen die Palästinenserfrage eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das ist für jemanden wie mich, der das schon beobachtet hat in den 90er Jahren, zum Teil erstaunlich, aber dann auch wiederum erklärlich, weil es halt also nicht nur auf Seite der Palästinenser, sondern natürlich auch auf Seite der Israelis eine tiefe Frustration gibt. Nicht? Nur glaube ich nach wie vor, dass es eigentlich keine wirkliche Alternative gibt langfristig zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Was ist die Alternative? Die Aufrechterhaltung des Status quo. Das ist rein demografisch und ich finde, das war für pragmatische Politiker in Israel eigentlich auch immer das wichtigste Argument für Friedensverhandlungen war eigentlich die Demografie, die Befürchtung, dass Israel als jüdischer Staat nicht aufrechterhalten kann. Ich habe eigentlich auch eine recht klare Position, dass ich die Siedlungen in den besetzten Gebieten für völkerrechtswidrig halte. Und ich finde, dass es wichtig ist, sich am Völkerrecht zu orientieren, wobei man bei Israel dazu sagen muss, ja, es gab immer und immer wieder Friedensangebote auf die Seite der Palästinenser und die haben leider nichts gefruchtet. Für meinen Geschmack hat Netanyahu als Ministerpräsident zu wenig in diese Richtung versucht. Der Letzte, der das jetzt wirklich ernsthaft probiert hat, war sein Vorgänger Olmert. Ich habe eine Vermutung, ich weiß nicht, ob Sie recht geben. Mir schien, dass Sharon, der tatsächlich der dezidierte Hardliner in der Auseinandersetzung davor gewesen ist und insofern der in einer exemplarischen Weise legitimierte, für eine Verständigung war und dass sein bedingungsloser Rückzug aus dem Gazastreifen und die Rückgabe und die Art und Weise, wie die Palästinenser den Gazastreifen übernommen haben und triumphal dort vorhandene jüdische Einrichtungen zerstört haben und so weiter. Das heißt, diese Art des palästinensischen völlig unsinnigen Triumphs im Gazastreifen, nachdem sie das gekriegt haben. Es war so. Ich glaube, das war für die israelische Bevölkerung ein ganz tiefer Schock. Ich finde natürlich, dass es ungleich schwieriger geworden ist, die Situation nach der Stärkung islamistischer Organisationen. Ich meine, die Islamisten meiner Ansicht nach kann man einen Waffenstillstand vereinbaren, das haben wir schon öfter gesehen, aber so einen Kompromiss zu schließen, Frieden zu schließen, ist wahrscheinlich sehr schwierig bis unmöglich. Also da haben sich sozusagen auch die Ausgangsbedingungen verändert. Was ich im Nachhinein noch interessant finde, weil das war so ein Stehsatz in den 90er Jahren, dass es ohne Lösung der Palästinenserfrage kann es keinen Frieden geben im Nahen Osten. Und das ist schon interessant, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Auch also früher schon mit Abkommen mit Ägypten und Jordanien, das ist separat Frieden, aber zuletzt auch noch, als Trump US-Präsident war, die Abraham-Abkommen, die Israel geschlossen hat mit Marokko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und dem Sudan. Diese Annäherung, die es gab an Saudi-Arabien, das zeigt zwei Dinge auf. Das eine, dass den arabischen Staaten offenbar die Sache der Palästinenser dann doch nicht so wichtig ist. Und zweitens, dass halt auch pragmatische, friedvolle, wirtschaftlich sinnvolle Beziehungen geben kann zwischen Israel und arabischen Nachbarländern. Und wenn jetzt Saudi-Arabien auch noch hinzukäme, dann wäre das natürlich schon ein Game-Changer. Wobei ich glaube, dass jetzt die Saudis sozusagen einen größeren
Preis verlangen würden für ein Friedensabkommen mit Israel. Also die Länder des Abraham-Abkommens, die Vereinigten Arabischen Emirate, haben ja verlangt, dass es keine einseitige Annexion des Westjordanlands gibt. Mhm. Das war sozusagen der Preis dafür, dass es diese Normalisierung der Beziehungen gegeben hat zwischen Israel und diesen Ländern. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn die politische Konstellation in Israel passt, dass die Saudis auch die Bedingung stellen, dass es eine Wiederaufnahme gibt von Friedensverhandlungen. Da ist allerdings auch die Frage, inwieweit das mit dem Herrn Abbas möglich ist. Der Mann ist halt auch demokratisch überhaupt nicht mehr legitimiert. Also es gab seit 2009 hätte die letzte Präsidentenwahl stattfinden sollen. Also, na jetzt gibt es natürlich so eine neue Achse, um die sich diese Koalitionen ranken, auf die sich Koalitionen beziehen, das ist der Iran. Es ist sicherlich besser, du hast ein Abkommen, das beschränkend und regulativ wirkt, als du hast kein Abkommen. Ja, weil mir hat noch niemand jetzt plausibel erklärt, was die Alternative zu einem Abkommen ist. Ich meine, Israel fühlt sich ohnehin nicht dran gebunden. Israel ist auch nicht Vertragspartei. Israel hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, das iranische Atomprogramm zurückzuwerfen. Und das aus guten Gründen. Ich meine, es sind ja offizielle Aussagen gewesen iranischer Regierungs- oder Regimemitglieder, dass Israel von der Landkarte verschwinden soll. Wir erinnern uns an die Aussagen von Ahmadinejad. Und wir wissen natürlich auch, dass Iran Gruppen unterstützt, die israelfeindlich gesonnen sind. Im islamischen Dschihad, Kontakte auch zu Hamas, zu Hisbollah im Libanon. Ja, diese Gruppierungen halten sich mittlerweile sehr stark in Syrien auf. Also Israel ist da eingekreist und hat gute Gründe, um die Sicherheit zu fürchten. Also dass die Israelis da skeptisch sind, das kann ich gut verstehen. Wie gesagt, was jetzt dann die... Ich glaube trotzdem, dass sozusagen ein Abkommen besser ist als keines. Ja. Mhm. Letzter Punkt, wo wir uns schnell einigen werden. Ein terminologischer Hinweis, zumindest im deutschen Sprachraum ist es so, dass sich der Begriff Israel-Kritik durchgesetzt hat, den ich deswegen für verfehlt oder jedenfalls für ungenau halte. Denn das, worum es in den allermeisten Fällen geht, ist Kritik an der israelischen Regierungspolitik. So ist es. Und das ist etwas völlig anderes. So ist es. Israel-Kritik im Wortsinn genommen würde den Staat in Frage stellen und wäre in jedem Falle abzulehnen. Ich sehe das auch so. Aber man müsste das terminologisch klarstellen. Mhm. Es geht um Kritik an der israelischen Regierungspolitik. An der jeweiligen. Und wenn jemand sagt, na, Israel-Kritik ist doch erlaubt. Nein, sie ist nicht erlaubt, aber für uns. Aber Kritik an der israelischen Regierungspolitik ist selbstverständlich legitim. Ja, und wenn man natürlich wird man auch im Diskurs dann manchmal Israel verwenden und meint die israelische Regierung damit. Ich bemühe mich und das gelingt natürlich auch nicht immer, da möglichst ausgewogen hinzuschauen. Ja. Und ausgewogen heißt natürlich auch, dass man den Aggressor oder Täter benennt. Mhm. Ausgewogen heißt ja nicht, dass man relativiert oder nivelliert und dass man sagt, dass man am Ende das Opfer genauso schuld ist wie der Täter. Das heißt ja nicht, das impliziert ja nicht der Begriff ausgewogen. Ich glaube, ausgewogen heißt, dass man sich um einen klaren Blick auf die Dinge bemüht. Und dass das natürlich auch immer nur ein Bemühen ist, und dass da keine Perfektion gibt, ist eigentlich auch klar. Willkommen bei MENA Talk. Mein Gesprächspartner ist der Journalist Christian Ultsch. Ausgangspunkt unseres Gesprächs aus aktuellem Anlass ist die gegenwärtige Documenta in Kassel, in der globale Süden
seine Kunst präsentiert. Da gibt es jetzt einen großen Streit, weil in Bildern einer indonesischen Gruppe eindeutig antisemitische Details zu sehen sind. Die Aufregung in Deutschland ist groß, in Österreich würde ich sagen, ist sie eher bescheiden. Und das hat auch einen Grund. Felix Klein, der sozusagen Antisemitismusbeauftragte der deutschen Bundesregierung, hat dazu erklärt, ich zitiere, der Holocaust und die Auseinandersetzung damit gehören zur deutschen Identität. Ende des Zitats. Für Österreich, obwohl es in derselben Weise in den Holocaust involviert gewesen ist, würde ich sagen, trifft das eindeutig nicht zu. Sind Sie da meiner Meinung? Da würde ich eigentlich widersprechen. Ja? Ich finde, dass sich das sehr viel geändert hat in den vergangenen Jahren. Und wie Sie selbst wissen, war da sicherlich ein absoluter Wendepunkt die Waldheim-Affäre. Und danach hat Österreich sukzessive begonnen, sich der Vergangenheit zu stellen, den Opfermythos sukzessive aufzulösen und zu zertrümmern. Das hat auch unmittelbare Folgen gehabt auf das Verhältnis Österreichs zu Israel, das meiner Ansicht nach heute so gut ist wie noch nie. Was natürlich stimmt, ist, dass die Auseinandersetzung mit dem Holocaust in Deutschland tiefergehend ist, weil sich Deutschland einfach stärker damit auseinandergesetzt hat. Es hat diese Arbeit, wenn man so will, anstelle Österreichs übernommen über Jahrzehnte. Und Österreich hat sich da, wie ich meine, im Windschatten Deutschlands aufgehalten und über Jahrzehnte so getan, dass es sich verhalten könnte wie ein ganz normaler Staat, der keinerlei Verantwortung übernehmen muss für die Untaten des NS-Regimes, weil, wie gesagt, das war ja Staatsdoktrin, Österreich sich selbst präsentiert hat als erstes Opfer der Hitler-Aggression. In dem allen gebe ich Ihnen absolut recht. Die Waldheim-Affäre war wirklich eine große Wasserscheide. Das stimmt sicher. Das hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel eine Partei, die ÖVP in dem Fall, sich da komplett neu ausgerichtet hat, auch gegenüber Israel. Mhm. Und es lässt sich an vielen kleinen Beispielen ablesen. Ja. An vielen Reisen österreichischer Politiker nach Israel, an der Renovierung auch des Österreich-Pavillons in Auschwitz, auch an der Errichtung des Mahnmals im Zentrum Wiens. Also es gibt viele kleine Mosaiksteine, die, wie ich finde, jetzt ein völlig neues Bild ergeben. Und das, was in den 80er Jahren sicherlich noch gültig war, nämlich dass Österreich versucht hat, sich aus der Geschichte und aus der Verantwortung zu stehlen, heute nicht mehr in diesem Fall gültig ist. Ich würde jetzt zur Dokumentarfrage und zur Frage der deutschen Identität, die der Felix Klein hier anspricht, dass das ein essentieller Teil der deutschen Identität sei, die Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Und Achille Mbembe, einer der führenden Sprecher des Postkolonialismus in Afrika, der als Festredner vor 2 Jahren in Deutschland eingeladen war und dann wieder ausgeladen worden ist, hat dann einen Brief an die Deutschen geschrieben, so hat er das genannt, wo er fragt, sind die Deutschen allein zuständig für die Interpretation des Holocaust deswegen, weil sie ihn begangen haben? Ich finde, dass es in erstaunlichem Ausmaß der Antisemitismus überwintert hat in vielen islamischen Ländern. Das konnte man ja auch bei der
bei diesem Kunst, sogenannten Kunstwerk sehen, das ausgestellt wurde bei der Documenta in Kassel. Mhm. Also das war ja wohl Antisemitismus der krudesten und primitivsten Art. Mhm. Also ein Schweinekopf und Hut drauf und SS-Zeichen. Und also das mich hat da eigentlich offen gesagt sehr verwundert, dass dann einige sich darüber erregt haben, also die Eva Menasse zum Beispiel, das jetzt nochmal nachgelesen, auch ihren Essay im Spiegel, sich diesen eindeutigen Fall von Antisemitismus zum Anlass genommen haben, darüber zu resonieren, ob man das Schicksal der Palästinenser zu wenig beleuchtet. Also ich finde, das war jetzt nicht der Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen. Ich finde, wenn etwas antisemitisch aussieht, wenn es antisemitisch wirkt, dann ist es auch antisemitisch. Und da muss man auch nicht drüber lang diskutieren. Ich finde auch, und da reagieren Israel und auch Deutschland natürlich sehr sensibel, Österreich vielleicht nicht ganz so sensibel, das ist schon recht, wenn nämlich der Holocaust sozusagen in seiner Singularität in Frage gestellt wird. Das ist ja jetzt neulich wieder passiert, und zwar mitten im deutschen Bundeskanzleramt hat ja Palästinenser Präsident Abbas gesagt, dass ja die Israelis 50 Holocausts verübt hätten an den Palästinensern. Das ist natürlich auch eine krasse Verharmlosung und Relativierung des Holocausts. Ja, es ist vielleicht schon zu lange im Amt, das kann sein. Ich meine, was sozusagen Faktum ist bei ihm, ist, dass er auch nicht demokratisch legitimiert ist. Es gibt genügend Anlässe und Gründe, dass man genau hinschaut, wie Palästinenser zu leben haben, sei es in Westbank, sei es in Gaza. Und ich meine, ich in meiner journalistischen Karriere hab oft und oft kritisiert die Existenz von jüdischen Siedlungen in besetzten Gebieten, weil ich das für völkerrechtswidrig halte. Das auch oft gesagt. Ja. Aber deswegen hat mir jetzt niemand vorgeworfen, ich sei antisemitisch oder antizionistisch. Also ich finde es umgekehrt ja dann sehr oft so, dass dann diese Keule niedersaust, ja, man dürfe nicht Israel kritisieren, weil sonst gilt man gleich als Antisemit. Das halte ich für einen völligen Humbug. Ja. Also ich bin wirklich dafür, dass man Dinge auseinanderhält und auseinander glaubt und dass man Antisemitismus, der jetzt wieder in größerem Ausmaß grassiert, auch in Russland im Moment, wie ich fürchte, beispielsweise, dass man das einfach beim Namen nennt. In diesem Sinne sind wir uns einig und ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.